Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Mittwoch, es ist 22 Uhr, ja knapp 22.45 Uhr hier wieder zu einer etwas ungewohnten Zeit, die Nachmarktbesprechung und gleichzeitig auch die Besprechung der Handelsideen für den morgigen Donnerstag. Ich ja, sag auch Hallo, ein paar wenige Zuschauer habe ich jetzt auch zu dieser späten Stunde mit an Bord hier. Ich grüße dich Norbert und all diejenigen, die das Ganze dann am Donnerstagmorgen schauen, ein herzliches Hallo und schon mal von jetzt aus gute Trades für den morgigen Tag. Wir schauen mal in die Märkte hinein, was heute so ein bisschen passiert ist. Grüß dich, Ludger. Und natürlich auch, wie die Handelsideen für den morgigen Handelstag auch ausschauen. Die habe ich mittlerweile auch veröffentlicht. Es ist ja nach 22 Uhr, da sind die größten Schwünge weg, die größten Bewegungen. Deswegen können wir uns auch um diese Zeit schon mal in die Charts hineinstürzen, weil die Bewegung kommt dann ja auch erst in morgigen Tage wieder hinein in die Märkte, zumindest in den meisten Fällen. Bevor wir hier dann ins Detail reingehen, auf alle Fälle noch der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Diesen Risikohinweis bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kommen wir auch schon zu den Nachrichten für den morgigen Tag. Und wo wir bei den Nachrichten sind, würde ich ganz gerne noch mal eben auf die wichtigste Nachricht des heutigen Tages auch eingehen. Das ist die Nachricht, die wir hier immer wieder erwarten. Und zwar, wenn Zentralbanken sprechen, dann kann das zu sehr, sehr starken Bewegungen in den Indizes und Rohstoffen bzw. Währungen, die damit betroffen sind, führen. Das haben wir heute auch gesehen, als wir die Rede von Herrn Powell hören konnten, dass der Konsens war gewesen, dass sich die Inflation leicht am unteren Band des neutralen Modus bewegt und zack ging es quasi mit dem Euro stark nach oben. Die ganzen Indizes am US-Markt haben absolut nach oben performt. Das war Wahnsinn, was nach dieser Rede an den Märkten entsprechend auch losging. Und da sehen Sie, wenn Nachrichten auftauchen, die marktbewegend sind, dann spielen die technischen Faktoren, die wir hier immer wieder haben, überhaupt keine Rolle. Dann geht es einfach nur in die Richtung, in die der Markt laufen will. Da kümmert sich kein Mensch um irgendwelche Marken, die wir hier in den Charts haben. Das haben wir gesehen, das sehen wir nachher auch noch in den ein oder anderen Chart, den wir uns für die morgigen Handelsideen entsprechend dann auch noch mit anschauen. Aber was haben wir denn morgen? Morgen schauen wir mal auf die Tagesnachrichten. Da ist Donnerstag, der 29. November, um 9 Uhr hier aus der Eurozone. EZB-Präsident Draghi spricht. Um kurz vor 10 gegen 10, dann gibt es die Veränderung der Arbeitslosigkeit für den Monat November hier bei uns in Deutschland. Um 14 Uhr bekommen wir den Verbraucherpreisindex auch für Deutschland hier im Monat November. Und dann geht es am Nachmittag um 14.30 Uhr in den USA weiter. Da gibt es die PCI-Kernrate für das Jahr, das heißt hier für den Preisindex. Und am Nachmittag um 14.30 Uhr ebenfalls in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann gibt es noch die Privatausgaben, die schwebenden Hausverkäufe, letzteres dann um 16 Uhr. Und hier unten sehen Sie es, um 20 Uhr bekommen wir das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also auch morgen wieder ein Tag, der gespickt mit ein oder anderen Nachricht ist, die durchaus für Bewegung an den Märkten auch mit sorgen kann. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann gleich auch mal rein in die Charts, in die entsprechenden Handelsideen. Hier habe ich für Sie auch vorbereitet, definitiv hier im, jetzt wollte ich gerade sagen, im Nikkei. Wir haben heute den Nasdaq 100, das Gold habe ich für Sie vorbereitet und den britischen Pfund US-Dollar. Das schauen wir uns gleich einmal an hier. Ich hole mal gerade den Trading Desk von Tickmill auf den Schirm, wie immer hier mit dem Stereo Trader Add-on oben drauf. Und damit schauen wir hier direkt einmal in den britischen Pfund US-Dollar mit hinein. Wir sehen, was hier gerade losgeht. Wir haben hier den laufenden Abwärtstrend. Wir haben hier die Korrektur beendet. Der Markt ist schon schön nach unten gelaufen. Wir haben hier untergeordnet auch wieder einen Abwärtstrend. Den Abwärtsdruck, den sehen wir hier auch. Das habe ich für Sie einmal gekennzeichnet mit dieser blauen Linie hier nach unten. Da haben wir den
diese fallenden Tiefpunkte, die Sie hier innerhalb dieses untergeordneten Trends auch sehen, das zeigt uns, der Markt bekommt definitiv den Druck von der Oberseite nach unten hin. Und mittlerweile notierte der Markt heute bis kurz vor die Meldung mit Herrn Powell oder von Herrn Powell hier in diesem Bereich, in der Marke, um die Marke von 1,27234. Das war ein Bereich hier, da ist der Markt runtergelaufen, das ist so ein bisschen Support gewesen. Heute ist der Support natürlich wieder komplett zum Tragen gekommen. Und was jetzt an dieser Stelle mit Blick nach oben wichtig ist, ist halt das, sind denn diese Nachrichten, die heute gekommen sind, so gut, dass der Markt hier weit tiefer in die Korrektur hineinläuft, als das jetzt der Fall gewesen ist. Wir stehen ja hier fast unten, haben aber noch kein neues Tief gemacht. Das heißt, wir stehen kurz vor diesem Bewegungstief hier aus diesem Trend. Diesen Trendtief kann man in diesem Punkt auch in diesem Zusammenhang sagen, bei 1,26908. Und jetzt kommt es hier wirklich drauf an, setzt sich diese Stärke fort, die wir heute hier gesehen haben, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir hier erst einmal in das Tageshoch hier reinlaufen, um die 1,28636, beziehungsweise dann noch ein Stück weit höher haben wir ja das nächste Tageshoch hier ein kleines Stückchen oben drüber bei 1,28844, beziehungsweise wenn es dann auch weiter nach oben geht, können wir auch schon in das nächste Tageshoch oder an das nächste Tageshoch hier oben ranlaufen, um die 1,29247. Das wäre dann sozusagen hier, wenn man dieses hier als Bewegung beziehungsweise als Korrektur und das als Bewegung sieht. Ich zoome das mal ganz kurz etwas größer, damit Sie besser sehen können, was ich meine. Das heißt, wenn wir hier das Ganze von unten aus als Bewegung sehen, hier hoch, beziehungsweise als Korrektur sehen, und das, was wir jetzt hatten als Bewegung, dann wäre ja das, was wir hier sehen, wieder ein Stück weit hochgelaufen. Und hier, wenn wir hier drüber laufen, dann wird sich das ganze Szenario auch ändern. Dann könnte hier durchaus der Markt weiter nach oben laufen. Das kann kommen, wenn wir morgen weiter Stärke in den Märkten sehen. Bleibt es allerdings dabei, dass der Markt wieder schwach wird, wie wir das hier im Verlauf dieser Abwärtstrendlinie schon immer wieder gesehen haben, wenn wir an diese Linie rangelaufen ist, dass der Markt wieder rumgedreht hat, dann besteht halt auch weiterhin die Chance, dass wir hier in Richtung dieses Trendtiefs laufen, also dieser Marke hier unten, die mit dem kleinen grünen Stich markiert ist. Ich versuche mal noch die runden Marken hier wegzumachen, dass wir das etwas besser sehen können. So, jetzt ist da etwas aufgeräumter. Hier, diese grüne Linie, die wir hier sehen, das ist das Tief dieses übergeordneten Trends, also dieses großen Abwärtstrends hier. Wenn der Markt da entsprechend durchbricht, dann haben wir das Potenzial, noch weiter nach unten zu laufen, hier in den Bereich der 1,26561 beziehungsweise der 1,25821 laufen. Das müssen wir mal sehen, wie sich die Märkte hier entscheiden. Diese Marken kommen übrigens hier, wenn wir uns das Ganze mal im Wochenchart anschauen, erst einmal aus dem Tief dieses großen Schubs hier von ganz oben bei 1,44 nach hier unten. Das ist die eine Marke. Und die zweite, da muss ich ganz kurz etwas enger zoomen, hier hinten raus aus diesem Aufwärtstrend, dieses Korrekturtief, das war hier im Jahre 2017 gewesen, im Mai 2017, da war dieser Tiefbereich hier um die 1,25821. Das also zum Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Gehen wir wieder zurück in den Tageschart, und zwar schauen wir uns den nächsten Tageschart im Gold an. Ja, das Edelmetall hatten wir ja schon die letzten Tage, heute den ganzen Tag in diesem Bereich von 1211 US-Dollar hin und her gelaufen, und dann gab es, wie ich schon gesagt, mit Herrn Powell den wahnsinnigen Knall. Also wenn wir uns das mal kurz im 5-Minuten-Chart anschauen, bevor wir hier in die Nachrichten reingehen. Hier hat Mr. Powell gesprochen. Bam, schauen Sie sich das an. Drei Schübe einfach nur nach oben. Jetzt korrigiert das Ganze ein bisschen nach unten. Wir bekommen wieder Abwärtsdynamik. Das heißt, hier an dieser Stelle darf man auch nicht panisch sein, sondern jetzt müssen wir erst einmal schauen, was daraus wird. Aber das ist wirklich mal so ein klassisches Beispiel dafür, was hier alles passieren kann. Vorher war der Markt eher so ein bisschen unentschieden, und dann kam diese unerwartete Nachricht, die dann hier für diesen massiven Kursschub gesorgt hat. Ordnen wir das Ganze mal in den Chart, den wir hier drin haben, ein. Kurz gekennzeichnet hier, das war der Aufwärtstrend. Das ist beim Gold immer eine Sache, die geht relativ schnell hin oder her. Entsprechend hat sich danach ein Abwärtstrend gebildet. Das momentane Korrektur hoch, also
das wahrscheinliche Korrekturhoch haben wir hier oben bei der Marke von 1230 Punkten. Und heute, jetzt zoome ich hier mal etwas rein, ist der Markt genau wie gestern immer wieder hier in dieser im Stundentrend ersichtlichen Marke von 1211 Punkten bzw. US-Dollar zum Stehen gekommen. Da lief der Markt nicht richtig runter und es gab so ein bisschen Hochdynamik. Da muss man jetzt an der Stelle einfach sehen, was ist denn da das? Das war jetzt hier sozusagen ein Staubereich, wo der Markt noch keine Entscheidung getroffen hatte. Ne? Da können dann zwei Dinge passieren. Das Erste, was passieren kann, ist das, was wir heute gesehen haben. Der Markt schnappt nach oben hier, baut quasi Spannung auf in diesem Staubereich und setzt sich dann zur Oberseite hinweg und läuft dann halt über Tageshochs drüber, hier wie in diesem Beispiel über das Tageshoch vom Dienstag bei 1225 US-Dollar. Da hat er reingepiekt, jetzt läuft er runter. Jetzt wird es natürlich spannend, was am Markt passiert. Wir haben jetzt immer noch die Möglichkeit, in beide Richtungen reinzulaufen. Die erste Sache ist, der Markt fängt sich wieder und geht in Trendrichtung zurück, das heißt schiebt nach unten hin rein. Dann wird natürlich hier erst einmal der Staubereich wieder interessant und wenn wir unter diesen Staubereich drunter durchbrechen, dann das Tagestief hier um die 1207 US-Dollar und wenn das weiter nach unten geht, dann wenn sich quasi diese Dynamik aus dem übergeordneten Trend weiter nach unten aufbaut, dann stehen wir hier relativ zeitnah um das Tief hier bei 1196 US-Dollar. Wenn es danach noch tiefer geht, das ist wirklich auch dann mittelfristig das Ganze schon, dann müssen wir hier schauen, was passiert denn an den entsprechenden Tiefs, die wir hier unten haben. Und da haben wir ja in diesem Bereich hier unten diese Marke um die, was haben wir hier unten, 1183 bzw. hier dann die 1180 Punkte Marke, was wir unten haben, das Ganze mittelfristig. Aber dazu muss das passieren, was ich auch schon gesagt habe, die Stärke, die wir heute hier kurzfristig gesehen haben, da müssen jetzt wirklich sozusagen die Verkäufer wieder zurückkommen und den Markt nach unten schieben. Passiert das nicht, dann könnte es auch relativ schnell gehen, dass wir einfach wieder nach oben laufen. Und wenn wir das tun, dann werden natürlich hier die Tageshochs interessant. Hier das Tageshoch vom 26. um 1228 US-Dollar. Dann das Tageshoch vom 23.11. um 1228. Sie sehen, die liegen auch relativ nah beieinander. Und dann laufen wir hier schon in diesen Hochbereich bei 1230 Punkten rein. Und da wird sich dann wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, entweder es gibt hier dann einen neuen Aufwärtstrend. Das heißt, das, was wir hier nach unten hin gesehen haben, ist jetzt sozusagen Korrektur gewesen. Das Ganze mache ich mal kurz in einer anderen Farbe, dass wir das besser sehen können. Das heißt, das Thema hier Korrektur und dann entsprechend mit dem Hochlauf über diese Marke hat sich dann ein Aufwärtstrend gebildet und wenn der hier drüber schiebt, dann haben wir den Abwärtstrend komplett weggenommen. Hier das Ganze quasi mitten im höheren Tief, hier das erste höhere Hoch und danach schiebt es den Markt nach oben. Das ist das, was wir auf der Oberseite sehen können. Das heißt, hier an dieser Stelle wieder zwei Szenarien, in welche Richtung es geht. Diese Entscheidung muss der Markt uns erst noch zeigen, aber wir haben jetzt hier einen schönen Spannungsbogen, entweder eine Überdehnung gestern oder beziehungsweise im heutigen Tagesverlauf, am Tagesverlauf vom Mittwoch eine Überdehnung, kurz nach oben und dann schnappt das Ganze nach unten oder aber wir haben hier in dieser Stauzone um 1211 US-Dollar wirklich den Schub nach oben gesehen und der Markt sammelt sich und läuft hoch. Das wird sich hier an dieser Stelle alles zeigen. Erfahrungsgemäß ist es allerdings recht häufig so, dass wir hier die Situation haben, wenn es an den Aktienmärkten wieder besser läuft. Jetzt scheint der Zinsdruck vom Kessel zu sein bei der Fed. Das heißt, hier könnten die Aktienmärkte doch noch deutlich weiter nach oben laufen. Das würde dann eher dafür sprechen, dass der Goldpreis wieder etwas nachgibt. Also wir lassen uns hier einfach mal überraschen, was wir an den Märkten sehen. Und damit gehen wir vom Rohstoff Gold bzw. vom Edelmetall Gold in den Nasdaq 100 rein. Und zwar wieder auch erst einmal in den Tageschart hinein. Hole ich ihn gleich auch auf den Monitor drauf. Kürzel hier US Tech. Da auch da nehme ich gleich mal noch die entsprechenden runden Marken raus. So, zack, jetzt haben wir schön den Markt hier auch sauber. Das Ganze, was wir jetzt hier nicht brauchen, haben wir da. So, und hier sehen wir etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Auch hier, wo ich dieses Kreuzel im Chart hinterlassen habe. Das war alles so vor der Zeit von der Rede von Herrn Paul. Und dann auch hier gehe ich mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Bam, hier. Zack, der Schub nach oben. Hier hat sich allerdings deutlich mehr Dynamik ergeben, als wir das gesehen haben beim Gold. Hier ging es nach oben und danach hat sich ein Aufwärtstrend schön weiter nach oben geschoben hier in den 5 Minuten. Das ist wirklich ein Zeichen von Stärke und das ist das, was ich gestern auch schon gesagt hatte bei einem anderen Index.
Das ist genau das, was wir sehen wollen, wenn wir hier tatsächlich jetzt endlich mal in Richtung Jahresendrallye gehen wollen. Da müssen wir nach oben kommen. Natürlich, wir müssen noch diesen Markt hier oben rausnehmen. Also das heißt hier oben, dieses Hoch bei, was haben wir hier? 7218 Punkten, da müssen wir oben drüber, damit wir diesen Abwärtstrend rausnehmen. Aber wir haben jetzt erstmal schon schön Stärke bekommen. Und diese Stärke, die wir jetzt bekommen haben im heutigen Tag, die steht aktuell an einer sehr, sehr wichtigen Scheidemarke. Hier steile ich einmal ganz kurz den näheren Verlauf rein. Wenn wir uns das mal anschauen, ich rutsche diese eine Linie hier, diese Abwärtstrendlinie, die Bewegung mal kurz etwas beiseite. Und hier sehen wir, wie welcher Trend sich in dieser Bewegung entwickelt hat. Und das ist jetzt das Spannende, ne? Gestern sind wir schon mal hier in diesen Ausbruchsbereich reingelaufen, um die Marke von 6705 Punkte. Heute haben wir hier dieses Drüberlaufen fortgesetzt und stehen jetzt hier an diesem Widerstand, an diesem Korrekturhoch sozusagen dieses kleinen untergeordneten Abwärtstrends bei 6925 Punkten. Und hier wird es jetzt sehr, sehr spannend, wie die Händler weitermachen. Läuft der Markt hier nämlich hoch? Das wäre dann ein sehr, sehr schönes Zeichen. Da wäre erstmal hier dieser untergeordnete Abwärtstrend definitiv raus. Die Stunde ist ja schon schön long, das können wir hier sehen. Hier unten sind die Abwärtstrends gebrochen worden. Das heißt hier, schöne Dynamik nach oben. Und wenn es jetzt die Jungs morgen wirklich packen, hier nachhaltig auch oben über diesen Widerstand rauszugehen, das wäre sehr, sehr spannend, weil dann hätten wir wirklich starke Dynamik drin. Wir haben ja dann schöne Tageshochs, die wir wieder mit abheben können. Und dann hier natürlich dieser Bereich hier oben als großer Anlaufbereich bis hier oben hin. Also das wäre erstmal all das, was wir jetzt sehen, ist ja in Anführungsstrichen nur die Korrektur dieser starken, großen Abwärtsbewegung hier, wo ich diese Linie gerade rausgenommen hatte. Das ist alles nur Korrektur. Da sehen wir jetzt den Schub. Wenn der aber hochläuft, dann haben wir echt die richtige Chance dazu, dieses Hoch rauszunehmen. Und das wäre dann sehr, sehr praktisch, weil dann hätten wir den Abwärtstrend hier definitiv rausgenommen und dann haben wir die Chance hier auf die 7400 bzw. im Nasdaq dann im Stückverlauf weiter in Richtung der 7700 Punkte Marke zu laufen. Das sehr, sehr, sehr positiv. Ich habe hier unten auch, falls der Markt wieder zusammenbrechen sollte, mal noch die Unterteile, die unteren Linien sozusagen reingenommen, die Marken, die das dann nach unten gilt zu beachten. Das wäre natürlich hier unten wieder dieser Staubereich um die 6700 Punkte und Sie sehen es hier noch ein paar Tagestief um die 6600 bzw. hier 6522, bevor wir dann hier unten in diesen Tief wieder reinlaufen würden. Das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle einfach der, sage ich mal, Vollständigkeit halber noch sagen. Aber so wie es jetzt wirklich ausschaut, nimmt der Markt wirklich das Herz in die Hand, läuft nach oben und möglicherweise sehen wir jetzt hier, haben wir die Tiefs gesehen, dass der Markt deutlich hochläuft. Die Entscheidung darüber muss aber wirklich noch ausstehen. Aber die Dynamik ist da, der Markt ist wieder im Fokus und genau das sind die Dinge, die wir Trader hier jeden Tag auch brauchen. So, jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in den Chat hinein. Zu dieser späten Stunde auch da. Ich sehe gerade, Fragen sind keine da. Das heißt, von der Seite her möchte ich an dieser Stelle jetzt erst einmal allen, die live zugeschaut haben, hier um 23 Uhr eine gute Nacht wünschen. Morgen einen angenehmen Tag, gute Trades und all denjenigen, die das ganze Video im morgigen Tag schauen, haben Sie gute Trades. Ich hoffe, die Ideen bringen Ihnen die ein oder andere eigene Idee, wo Sie den Handel entsprechend auch ansetzen können. Also, dann sage ich mal Tschüss, bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.